21 EM Gruppe B. Deutschland gegen die deutschsprachigen Kollegen aus Österreich. Ein 1:1. Luca Waldschmidt mit einem Traumtor. Und dann hat Elfmeter-Tor für Österreich in der 24. Und danach ist kein Tor mehr gefallen. Das dritte Gegentor für die Deutschen und der dritte Elfmeter-Gegentreffer für die Deutschen. Also drei Gegentore durch drei Elfmeter. Bitter natürlich. Statistisch gesehen ist der Sieg, ist das Unentschieden verdient, mehr als verdient für beide. Österreich hat 14 Schüsse, Deutschland 11. Österreich hat 5 Schüsse aufs Tor, Deutschland 4. Österreich hat dafür nur 48% Ballbesitz, Deutschland 52. Deutschland hat ein paar mehr Pässe gespielt, Passgenauigkeit ist gleich. Deutschland hat weniger gefoult, hat dafür mehr gelbe Karten. Also allen in allen ist es Unentschieden verdient, muss man so sagen. Durch das Unentschieden sind die Deutschen Erster und sind sicher weiter. Österreich ist Dritter mit 4 Punkten und ist damit raus. Tut mir leid, Österreich. Ich hoffe, dass ihr als deutschsprachige Kollegen jetzt zu uns haltet. Ich hätte auch zu euch gehalten, wärt ihr weitergekommen. Aber ist jetzt leider nicht so, tut mir leid für euch. Aber wenigstens eins der deutschsprachigen Länder weiter, muss man so sagen. Nee, Glückwunsch an die deutsche Nationalmannschaft. Gönne ich euch.